Herzlich willkommen heute zu Ständer kocht, die erste Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu der Ständer kocht, die neue Folge. Heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. 21. Kochvideo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Herzlich willkommen zur letzten Folge der Ständer kocht für 2017. Wir haben das Jahr geschafft. Ab morgen ist ein neues Jahr. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video auch schon im neuen Jahr. Falls nicht und ihr heute Abend noch nicht wisst, was ihr zu trinken macht, wie wäre es mit Feuerzangenbowle und wie ihr die richtig cool macht, das erfahrt ihr in diesem Video. So, wir brauchen vor allen Dingen dafür Orangen, wir brauchen Nelken, wir brauchen Zimt als Gewürze. Dann brauchen wir, und das ist essentiell für eine Feuerzangenbowle, einen Zuckerhut. Kriegt in jedem gut sortierten Supermarkt, muss wirklich ein Zuckerhut sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dazu, das habe ich hier schon mal vorbereitet, eine halbe Flasche Rum. Wenn ihr findet, so einen Rumverschnitt, entweder Hansen oder Pott oder sowas in der Art. Gut macht es mit 54%igem, weil dann ist noch die Balance zwischen Alkohol und Geschmack noch gegeben. Dazu braucht ihr noch gute 2 Liter Rotwein. Die machen wir gleich hier im Topf heiß. Dann geben wir die Gewürze dazu, lassen das kurz aufkochen, aber das seht ihr jetzt. In der Zeit, in der jetzt der Rotwein heiß wird, schneiden wir fix Orangen. Und zwar indem wir den Fuß abschneiden, den Kopf abschneiden, die einmal halbieren und dann einfach in Scheiben runterschneiden. Zack, die erste. Und aus der zweiten pressen wir uns den Saft raus. Wenn ihr nicht so viel Gefühl in den Fingern habt, könnt ihr auch eine Zitruspresse dafür nehmen. Als Gewürze kommen, wie gesagt, Nelken da rein. Oh, so 6-7 Stück. Wenn ihr es euch einfach machen wollt, spickt ihr die Nelken in die Orangenscheiben, weil dann kriegt ihr die Orangenscheiben mit den Nelken wieder raus, ohne dass die Nelken im Glühwein bleiben. Das hätte ich vorher machen müssen, habe ich aber nicht gemacht. Dazu kommt noch ein bisschen Zimt und denkt dran, jetzt keinen Zucker reinzumachen, denn gleich kommt genug Zucker dazu. Verrühren wir einmal. Wenn ihr euch ums Würzen weniger Gedanken machen wollt, dann kauft ihr, während ihr den Zuckerhut holt in eurem gut sortierten Supermarkt, kauft ihr Glühfix. Das sind so teebeutelgroße Pakete. Da ist schon alles an Gewürzen drin, was ihr im Prinzip für die Feuerzangenbowle braucht. So, wir bereiten den Pott vor für die Feuerzangenbowle. Da haben wir hier so ein süßes Teelicht, das kommt da drunter für die Wärme. Es koche auf. So, den Wein haben wir aufgekocht. Den füllen wir jetzt in unser Bowlengefäß. Achtet dabei auf euch selbst, dass ihr euch nicht beschmutzt. So, es gibt ein Gerät, das nennt sich Feuerzange. Das ist länglich, da sind Löcher in der Mitte. Da kann man diesen Zuckerhut wunderbar drauflegen. Haben wir nicht hier, aber ich habe einen Nudelsieb und damit funktioniert das auch. Ja, ihr kennt das ja noch aus vorhergegangenen Videos. Ich mache es immer so, dass ihr es auch ohne professionelle Hilfsmittel zu Hause machen könnt. So, diesen Zuckerhut tränken wir jetzt erstmal anständig mit rum. So, ihr werdet gleich sehen, dass erstmal kein Rum nach unten durchsuppt, sondern der Zucker den komplett aufnimmt. So, sobald dies geschehen ist, stellt ihr den Rum ab. Dann nehmt ihr euch ein Feuerzeug. Da ist eins. Nehmt euch etwas Rum auf die Kelle, haltet das Feuerzeug unter den Rum, dadurch wird der Rum etwas erhitzt und sobald er brennt, letzten Rest ist drauf, Zuckerhut ist so gut wie durch. So, dann nehmen wir jetzt zum Abspülen, nehmen wir ein bisschen von der Bowle da unten. Und dann ist im Prinzip der Spuk der Feuerzangenbowle schon fast vorbei. So, das Ganze jetzt in den Becher abfüllen. So, ich wünsche euch einen guten Rutsch in 2018. Falls ihr das Video erst 2018 seht, hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich wünsche uns aber ein tolles Jahr 2018 zusammen. Ihr, ich, Stefan und alle anderen, die zu der Ständer kocht dazugehören. Schaltet auch wieder ein
beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen. Kommt dir Glühfix. Das sind so teebeutelgroße Pakete. Da ist schon alles an Gewürzen drin, was im Prinzip für die Feuerzeugenbude braucht. Nicht? Doch. Doch, ich denke nur gerade die Kalikante mit dem Dorfteller und dem Glühfix. Ich mache wirklich alles kaputt, entschuldige bitte. Boah, das tut weh. Das tut wirklich nicht an. Hauptsache, der filmt die ganze Zeit. Oh, das ist so schrecklich. Warum?